Na komm, Gina, du bist ja völlig nervös. Dann mach du mich nicht noch nervöser. Denkst du, Brandon gefällt das Kleid? Ich denke schon, ja. Als ich das letzte Mal getragen habe, hat er mir sogar ein Kompliment gemacht. Dir steht alles gut. Aber wie du aussiehst, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Barney, wenn ich gut aussehe, dann fühle ich mich einfach sicherer. Das weiß ich. Also ich find's unglaublich, dass ich ohne gerichtliche Erlaubnis nicht zu meinem Sohn darf. Ich meine, wo leben wir denn? Tolles Kleid. Ach, ja? Gefällt's Ihnen? Ja, es hat einen fantastischen Schnitt und dieser Stoff ist einfach sagenhaft. Das muss ein tolles Gefühl sein, so ein Kleid zu tragen. Und diese süßen Hüte. Zieht ihr etwa auch gern Frauenkleider an? Nein, absolut nicht. Ich dachte schon, bei euch ist das erblich. Haben Sie irgendetwas Besonderes vor, Gina? Ich habe ein Treffen mit meinem Sohn. Und wie läuft die Sache? Nicht sehr gut und daran hat Mason Schuld. Vielleicht hat Mason ja recht, vielleicht sollte Brandon selber entscheiden, zu wem er will. Ich hätte ihn natürlich gern bei mir. Hier, denkst du, er mag dieses Parfum riechen? Gina, denkst du wirklich, dass du Brandon durch die Wahl deines Parfums beeinflusst? Vielleicht ein wenig. Das Wichtigste ist doch, dass er spürt, wie sehr du ihn liebst. Und das wird er auf jeden Fall. Barney, lass das. So einfach, wie du die ganze Sache siehst, ist sie nicht. Brandon ist in einer sehr labilen Verfassung und er ist wütend auf mich. Ich kann es mir nicht leisten, irgendetwas dem Zufall zu überlassen. Ich muss es irgendwie schaffen, ihn davon zu überzeugen, dass ich ihn liebe. Wenn ich das nicht fertig bringe, dann habe ich ihn verloren, Barney. Und zwar für immer. Brandon? Brandon? Oh, hallo. Hat Mason irgendwas zu erledigen? Ich weiß nicht, wo Mason ist. Er ist gestern Abend nicht mehr aufgetaucht. Und wie bist du hierher gekommen? Ich bin gelaufen. Das ist ein weiter Weg. Mrs. Cobb war bei Samantha. Wir haben uns ein Basketballspiel angeguckt und anschließend ist sie ins Bett gegangen. Ich habe dann noch einen Indianerfilm gesehen, weil ich auf Mason warten wollte. Aber er kam einfach nicht wieder. Also habe ich mir gedacht, vielleicht ist er hier. Und wer hat dich ins Büro gelassen? Die Putzfrau. Sie war sehr nett zu mir. Ja. Du hättest nicht so spät noch auf die Straße gehen sollen. Wissen Sie, wo Mason ist? Inzwischen zu Hause, nehme ich an. Und er wird sich Sorgen machen, wenn du nicht da bist. Wir können ja mal versuchen, ihn zu Hause zu erreichen. Hat jemand angerufen, als du hier warst? Nein. Lisa, ich hatte unglücklicherweise Ihre Nummer nicht dabei. Ich bin hier im Moment leider in Gewahrsam wegen angeblicher Fahruntüchtigkeit. Und es wäre schön, wenn Sie so schnell es geht herkommen könnten, um mich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Was soll das bedeuten? Dass er im Gefängnis sitzt. Guten Morgen, Herr Rechtsanwalt. Oh, Sie bringen mir doch nicht etwa mein Frühstück. Nein, dafür ist der Service zuständig. Und wieso interessiert sich der Staatsanwalt höchstpersönlich für so ein läppisches Verkehrsdelikt? Seit wann kümmern Sie sich um solche Kleinigkeiten? Wenn ein Capital betrunken am Steuer aufgegriffen wird, ist das eine dicke Schlagzeile. Ja, Paris. Heute Nacht. Würden Sie das überprüfen? Hervorragend. Ich würde das Ticket gern direkt am Flughafen abholen, wenn das geht. Ja, das weiß ich. Mhm. Na, wunderbar. Ich danke Ihnen. Guten Morgen. Morgen. Und, gut geschlafen? Ja, besser als ich erwartet hatte. Ihr trinkt das. Danke. Ich will alles wissen. Über den Mann, der dich entführt hat. Bruce, ich hab immer noch Angst. Ich dachte, er wollte mich umbringen. Sandra, hab keine Angst, bitte. Du hast nichts mehr zu befürchten. Ich weiß. Deswegen konnte ich auch gut schlafen, weil ich gespürt habe, dass du in der Nähe bist. Das ist vielleicht nicht einfach für dich, aber ich will genau wissen, was passiert ist. Ja, sicher. Aber du weißt doch schon alles. Dann erzähl mir alles nochmal. Was ist genau passiert, nachdem er dich gepackt hatte? Ich stand direkt draußen vor der Tür. Ich bin zurückgekommen, weil ich dir helfen wollte. Weil
weil ich deutlich fühlen konnte, wie sehr du mich brauchst. Die Verbindung zwischen uns beiden ist ungeheuer stark. Tja, das kann ich nicht beurteilen. Erzähl es doch lieber... Aber wag, Bruce. Wie hast du mich gefunden? Jemand hat beobachtet, was geschehen ist und uns benachrichtigt. So hast du mich gefunden? Ja. Aber ich wusste, dass du kommen würdest. Ich konnte fühlen, dass du in der Nähe warst. Irgendwie gab es eine Verbindung zwischen Gott. Uns. Cruz. Da war noch etwas anderes. Ich Was? War nur ein paar Straßen von dem Haus entfernt, als der Anruf kam. Irgendwas, irgendeine Kraft brachte mich dazu, dorthin zu fahren. Das war ich, Cruz. Ich habe dich gerufen in meinen Gedanken und du hast mich gehört. Du hast gespürt, wie sehr ich dich brauchte. Zwischen uns existiert eine ungeheuer intensive Verbindung. Sandra, ich habe dir doch schon tausendmal erklärt. Ja, ich weiß. Aber verstehst du denn immer noch nicht, was da passiert ist, Cruz? Wir können unsere Gedanken austauschen. Wir können, ohne dass wir uns sehen, miteinander kommunizieren. Du hast mein Leben gerettet. Und du kannst jetzt nicht erwarten, dass ich dir nicht dafür dankbar bin. Das ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Vielleicht lässt sich die Presse da raushalten, Escher. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist ein Presserummel. Das kann ich verstehen. Wenn man gerade dabei ist, eine Anwaltspraxis aufzumachen, kann einem so eine Geschichte schon schaden. Auf der anderen Seite hat sie dazu keiner gezwungen, sich betrunken hinter Steuer zu setzen. Sie könnten mir aus der Geschichte raushelfen, Escher. Wieso sollte ich? Trunkenheit am Steuer ist keine Bagatelle. Sie hätten jemanden töten können. Es kommt nicht wieder vor. Das sagen Sie alle. Und ich bin sicher, Sie meinen es auch, solange Sie noch nüchtern sind. Hören Sie auf mit dem Geschwafel und sagen Sie mir endlich, was Sie wirklich wollen. Wieso, glauben Sie, bin ich denn hier? Hören wir doch auf, Katz und Maus zu spielen. Sie wollen Kapital aus meiner Lage schlagen. Sie wissen nur noch nicht ganz, wie Sie am besten vorgehen. Sprechen Sie weiter. Wie jeder neue Staatsanwalt sind auch Sie interessiert an einer guten Publicity. Und ein Capwell wegen Trunkenheit am Steuer zu einer hohen Geldstrafe zu verurteilen, kann Ihrem Ansehen nur nützen. Oder sehe ich das falsch? Wollen Sie damit andeuten, dass ich das Verfahren gegen Sie einstellen könnte? Natürlich können Sie das, wenn Sie wollen. Und was könnte ich denn für ein Motiv haben? Ich würde in Ihrer Schuld stehen. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie sich langfristig ohne einflussreiche Freunde auf Ihrem Posten nicht halten könnten. Sie sind doch nicht naiv. Und einem Capwell etwas entgegenzukommen, wäre nur klug. Sie befürchten also, dass diese peinliche Affäre an die Öffentlichkeit kommt? Das wäre außerordentlich unangenehm für mich. Ich werde Sie erst einmal freilassen. Über alles andere sprechen wir noch. Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist kurz nach 10. Ach ja, hier sind Ihre Sachen. Ist hier vielleicht irgendwo ein Telefon? Nein. Aber Sie dürfen meins benutzen. Sie sind ein großzügiger Mann, Mr. Escher. Und Sie schulden mir jetzt etwas, Mr. Capwell. Hallo, Padre. Mein Laden scheint ja außerordentlich populär zu sein bei der Geistlichkeit. Wieso tragen Sie denn heute Ihren hübschen kleinen Kragen nicht? Weil ich kein Geistlicher mehr bin. Sind Sie etwa gefeuert worden? Nein, nein. Es war mein eigener Wunsch auszuscheiden. Ich habe es so gewollt. Tatsächlich? Irgendwie verstehe ich Sie ja. Ich meine, so ganz ohne Frauen geht's wahrscheinlich auf Dauer nicht. Das war nicht der Grund. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie Frauen nie interessiert haben? Was mich im Moment interessiert, ist etwas ganz anderes. Ich suche einen Job. Wenn Sie wollen, können Sie morgen hier an der Bar anfangen. Ich suche Also, ich glaube kaum, dass das das Richtige ist für mich. Danke. Ja, überlegen Sie es sich. Guten Morgen, Laura. Michael, du weißt nicht zufällig, ob Ethan hier ist, oder? Leider nein. Wart ihr hier zum Frühstück verabredet? Ja, wahrscheinlich ist er im Büro aufgehalten worden. Bist du auf der Suche nach einem Job für eins deiner Schäfchen? Eigentlich nicht. Ich suche für mich selber einen Job. Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass es Priestern gestattet ist, in ihrer Freizeit Jobs anzunehmen. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, dass ich kein Priester mehr bin.
Ich habe mich von meinem Gelübde entbinden müssen. Lassen Sie ihn wieder frei? Ja, er ist bereits auf dem Weg. Vielleicht hat er im Gefängnis echte Verbrecher getroffen. Nein, ganz bestimmt nicht. Wenn doch, dann haben Sie ihn vielleicht gezwungen, Mitglied der Mafia zu werden. Du solltest ein bisschen weniger fernsehen. Hey, was soll das? Deine Mutter müsste jetzt jeden Moment eintreffen und sie braucht ja nicht gleich zu merken, dass du die letzte Nacht hier verbracht hast. Na, wenn schon. Und sie ist nicht meine Mutter, verstanden? Ich will sie gar nicht mehr sehen. Brandon, du hast eine Verabredung mit ihr heute Morgen. Das muss dir doch der Richter alles erklärt haben. Ja, er hat's mir erklärt. Aber ich will sie nicht mehr sehen. Da hast du keine Wahl. Das Treffen ist Teil der Vereinbarung. Erwachsene sind komisch. Ich meine, wenn ich so viel Mist wie Mom und Mason bauen würde, dann hätten sie mich doch schon längst in ein Heim gesteckt. Oh, Brandon, ich war genauso wie du. Ich dachte früher auch, dass Erwachsene keine Fehler machen würden. Aber dann ist mir klar geworden, dass kein Mensch unfehlbar ist. Das Einzige, was du tun kannst, ist, zu vermeiden, dieselben Fehler zu machen, wenn du erwachsen bist. Brandon, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich hab dich so vermisst. Wo ist Mason? Er musste kurz etwas erledigen, ist aber gleich wieder da. Ich weiß, Mason hat dir wahrscheinlich irgendwelche Schauergeschichten über mich erzählt. Ich bin nicht perfekt, aber das ist er auch nicht. Und das meiste, was er über mich sagt, ist maßlos übertrieben. Mason hat gar nichts Schlechtes über dich gesagt. Wirklich? Na wunderbar, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Entschuldigen Sie, Gina, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Wieso warten Sie nicht einfach in Masons Büro? Da können Sie sich in Ruhe unterhalten. Mein Schatz, hast du mich auch so vermisst? Sandra, bitte, da gibt es nichts, wofür du mir danken müsstest. Wirklich nichts. Dein Leben wäre nie in Gefahr gewesen, wenn du mir nicht geholfen hättest. Es war mein eigener Wunsch, dir zu helfen. Gut, dann erzähl mir alles, was du noch über diesen Mann weißt. Er war furchtbar. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so voller Hass war. Aber sein Gesicht hast du nicht gesehen. Nein, darauf hat er sorgfältig geachtet, als er mich ausgefragt hat. Was soll das bedeuten? Wonach hat er dich gefragt? Er hat versucht rauszufinden, wie viel wir über ihn wissen. Was hast du ihm gesagt? Nichts. Wir wissen ja auch nichts über ihn. Was hat der Mann noch zu dir gesagt? Erzähl mir alles, was er gesagt hat. Es ist sehr wichtig. Er war sehr vorsichtig. Er hat fast gar nichts gesagt. Aber ich werde nie den Klang seiner Stimme vergessen. Und wieso nicht? Sie hat sich so kalt angehört. So kalt. Hast du den Versuch gemacht, in seine Gedanken einzudringen? Ja, natürlich. Die ganze Zeit. Aber da war nichts. Nur Wellen von Hass und Gewalt. Mehr hast du nicht empfangen? Er muss doch irgendwas gesagt oder getan haben, was uns einen Hinweis gibt. Dieser Mann ist verantwortlich für die Entführung meines Babys. Verstehst du? Ich will wissen, wieso er das getan hat. Weil er dich hasst. Was? Nach dem, was er gesagt hat, scheint er dich ungeheuer zu hassen. Er hat gesagt, dass er vorhat, dein Leben zu zerstören. Sofort. Noch etwas? Zigaretten. Egal welche. Der Rest ist für Sie.
Ich habe eine Verabredung. Ethan müsste gleich da sein. Interessiert es dich gar nicht, wieso ich kein Priester mehr sein wollte? Was immer deine Gründe sind, mit mir haben sie bestimmt nichts zu tun, oder? Nein, nein, da hast du völlig recht. Wenn du nach Arbeit suchst, was ist denn mit der Polizei? Nein, ich werde nicht wieder zur Polizei gehen. Wieso nicht? Das fragst du noch? Du warst ein guter Polizist. Weil du alle Eigenschaften hast, die einen guten Polizisten ausmachen. Und das weißt du auch. Hallo, Evans. Mal wieder auf Verbrecherjagd? Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mann, TJ. Und Sie denken, bei mir erscheinen Sie alle irgendwann mal. Haben Sie einen Kerl gesehen, der ungefähr so aussieht? Ja, hab ich. Der Kerl hat sich gerade... Ich will eine Liste aller Männer, die ich in den letzten 4 Jahren verhaftet habe. Und eine zusätzliche Liste mit den Namen der Männer, die innerhalb der letzten 12 Monate freigelassen worden sind. Das weiß ich, das brauchen Sie mir nicht zu erklären. Tun Sie es einfach. Danke. Denkst du, es ist jemand, den du verhaftet hast? Du etwa nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wenn der Kerl vorhat, mein Leben zu zerstören, dann kann es gut sein, dass er damit eine Rechnung begleichen will. Hattest du noch Visionen über diesen Kerl? Nein, es ist nichts mehr gekommen. Was hast du? Vielleicht wird auch nichts mehr kommen, Cruz. Vielleicht... Vielleicht was? Vielleicht konnte ich dir mit den Visionen deshalb helfen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns nahe sind. Nur jetzt scheinst du ganz weit weg zu sein. Wie meinst du das? Wo denkst du, bin ich denn? Es hat sich nichts geändert, Sandra. Das stimmt nicht, Cruz. Du wehrst dich gegen mich. Du versuchst dauernd, mich auf Distanz zu halten. Also, wenn du das Gefühl hast, dann tut es mir leid. Aber du musst auch Verständnis dafür haben, dass mir das alles viel zu langsam geht. Ich kann meine Vision nicht einfach herbeizaubern. Ja? Wann? Nein, warten Sie, ich bin gleich da. Und du bist dir ganz sicher, dass du nicht wieder als Polizist arbeiten möchtest? Das ist schwer zu sagen. Ich habe mit meinem Freund Cruz zusammen ein paar Fälle lösen können. Wer weiß, vielleicht lande ich ja doch irgendwann wieder bei der Polizei. Dann versuch's doch einfach. Und wenn dein Freund Cruz dir etwas behilflich ist, dann könnte es vielleicht klappen. Nicht nach dieser Geschichte mit Jamie. Jedes Mal, wenn ich daran denke, warte. Wir wohnen jetzt in derselben Stadt. Das hat sich so ergeben und wir können nichts daran ändern. Aber wir sollten die Vergangenheit ruhen lassen, und zwar für immer. Versuch zu vergessen, was passiert ist. Ich fürchte nur, dass das nicht so einfach sein wird. Versuch es. Hallo. Hallo. Was hier stattfindet, ist eine Konferenz. Das bedeutet, du solltest auch etwas sagen. Ich wüsste nicht, was ich zu sagen hätte. Na gut. Ich habe sehr viel zu sagen. Und falls du doch noch etwas sagen möchtest, dann unterbrich mich einfach, okay? Okay. Ich habe dich sehr vermisst. Wenn ich durchs Haus gehe, dann muss ich immer an dich denken. Und manchmal fange ich an, mit dir zu reden, obwohl du gar nicht da bist. Ich weiß, das hört sich verrückt an. Und wenn ich schlafen gehe, muss ich jedes Mal daran denken, wer dir deine gute Nachtgeschichte erzählt. Und wer dich tröstet, wenn du traurig bist. Ich war so froh, als wir in unser Haus ziehen konnten. Doch wenn ich da jetzt ohne dich ganz allein leben soll, dann... Du wirst jetzt auch nicht etwa gefühlsduselig, oder? Ich werde mich zusammennehmen. Hoffentlich schaffe ich's. Eines wollte ich dir aber noch sagen. Ich habe dir nie wehtun wollen. Ich glaube, das weißt du auch, oder? Da lief so viel falsch. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber ich liebe dich. Und ich will wirklich nur das Beste für dich. Ja, es wäre besser für dich gewesen, wenn du von mir erfahren hättest, dass ich nicht deine wirkliche Mutter bin. Für mich hat das überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich dich so sehr liebe. Und von dem Tag an, als ich dich zum ersten Mal in meinen Armen hielt, da gab es nicht eine Sekunde, in der du nicht bei mir warst. Und daran wird sich niemals etwas ändern. Was immer auch geschieht. Nicht weinen, Mom. Wie hast du mich genannt? Mom.
liebe dich so. Du ahnst nicht, wie sehr. Und du wirst immer mein Sohn bleiben. Ich liebe dich auch, Mom. Guten Morgen. Sie sehen nicht gerade so aus, als hätten Sie eine angenehme Nacht verbracht. Der Service in den hiesigen Gefängnissen ist ausgesprochen miserabel. Vielleicht sollten Sie sich etwas frisch machen, bevor Gina... Mason! Hallo, Mason. Du siehst ja katastrophal aus. Ich hatte eine etwas anstrengende Nacht, Gina, Brandon. Ich dachte, du wolltest dich bemühen, für Brandon ein Vorbild zu sein. Mom, bitte! Fangt nicht gleich wieder an, euch meinetwegen zu streiten. Das will ich gar nicht. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er sich richtig um dich kümmert. Das tut er aber. Es ist nicht seine Schuld, dass er heute Nacht im Gefängnis war. Ach, tatsächlich? Ich frage mich, was Richterin Kelly dazu sagen wird. Gina, ich kann das alles erklären. Na los, bitte, ich warte. Sagen Sie es ihr, Mason. Irgendwann wird sie es doch erfahren, dass Sie sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich im Gefängnis Gefangene zu betreuen. Also, ich war... Und dabei arbeitet er eng mit Richterin Kelly zusammen. Wie denken Sie denn, ist es ihm gelungen, so schnell das vorläufige Sorgerecht für Brandon zu kriegen? Wenn Sie glauben, dass ich auf diese Geschichte reinfalle, dann täuschen Sie sich aber gewaltig. Komm, Brandon, lass uns gehen. Willst du nicht kommen? Nein, eigentlich nicht. Du willst weiter bei CC wohnen? Das weiß ich noch nicht. Brandon, du hast doch gesagt, du liebst mich. Das tue ich auch, Mom. Ich will doch nur noch ein bisschen Zeit haben, um über alles nachzudenken. Na gut. Das verstehe ich. Aber ich werde dich anrufen. Ich will doch wissen, wie es dir geht. Okay. Brandon, ich glaube, dass ich mich bei dir entschuldigen muss. Ich habe dich praktisch dazu gezwungen, die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen und das ohne dir dabei zu helfen. Was ich getan habe, war unverantwortlich und ich will mich auch gar nicht dafür rechtfertigen. Wir alle machen mal Fehler. Sicher, nur kann ich das als Entschuldigung nicht akzeptieren. Und das weißt du natürlich auch genau. Hast du gerade mit Pater Michael gesprochen? Ja, er sucht dringend einen anderen Job. Er hat die Kirche verlassen. Wieso? Oh, so genau habe ich nicht nachgefragt. Er wird schon wissen, wieso. Sicher, aber ist das nicht merkwürdig? Ja. Du hattest offenbar sehr viel zu tun heute Morgen, oder? Ja. Dieser blöde Papierkrieg scheint gar kein Ende zu nehmen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was im Büro los ist. Sei nicht so ungeduldig. In 2 Wochen läuft der Laden wie geschmiert. Na, hoffen wir, dass du damit recht hast. Dein Vertrauen ehrt mich. Oder sagst du das etwa nur, um mich aufzubauen? Nein, das war ehrlich gemeint. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, ganz sicher. Komm her. Meinst du, ich werde es auch schaffen, hier noch eine Tasse Kaffee zu kriegen? Was ist hier los? Keine Ahnung, da war ein Polizist an der Bar, als ich vorhin reingekommen bin. Hör zu, ich weiß, du hast diese Verabredung. Ich würde gern wissen, was hier läuft. Wieso treffen wir uns nicht nachher? Natürlich. Okay. Bis dann. Bis dann. Und er hatte blonde Haare? Ja. Wie alt war er? Schwer zu sagen, ich würde ihn auf ungefähr Mitte 30 schätzen. Und seine Augen? Die konnte ich nicht erkennen. Der Bursche hatte eine Sonnenbrille auf. Ich hatte sofort das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Das Glas, das er benutzt hat, wird bereits auf Fingerabdrücke untersucht. Gut. Evans, was geht hier vor? Der Bursche, der Sandra Mills entführt hat, ist möglicherweise vorhin hier gewesen. Festnehmen. Sicher, nur haben wir ihn leider noch nicht. Dann suchen Sie ihn. Wir durchkämmen die ganze Umgebung. Könnte es sein, dass Sie im Computer etwas über einen Gehbehinderten haben? Wir überprüfen das. Waren Sie hier, als der Kerl gekommen ist? Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen, sonst könnte ich Ihnen den Kerl jetzt beschreiben. Jemanden wie Sie hätten wir gerne. Wenn Sie mal einen freien Tag haben, wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Ich habe nur noch freie Tage. Ich bin kein Priester mehr. Seit wann? Seit ein paar Tagen. Vielleicht sollte ich eine Anzeige aufgeben, dann müsste ich es nicht jedem Einzelnen sagen. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung.
Nein, aber auch keine überstürzte. Ich wusste genau, was ich getan habe. Falls Sie vorhaben, wieder zur Polizei zu gehen, könnte ich mit Sicherheit einiges für Sie tun. Danke. Gut, er war hier, der Kerl war hier, hat an diesem Tisch gesessen. Hey, hey! Michael? Laura? Was ist los? Wieso verfolgst du mich? Ich verfolge dich nicht. Ich habe diese Schule hier beraten, wie sie ihren Religionsunterricht am besten aufziehen können. Und jetzt wollte ich nur Bescheid sagen, dass ich aus der Kirche ausgeschieden bin und jemand anders dafür zuständig sein wird. Ah ja, ich verstehe. Ich wollte mich eigentlich nur noch mal bei Ihnen für Ihre geniale Notlüge bedanken. Gina behauptet zwar, sie glaubt ihre Geschichte nicht, aber immerhin wird sie die Entscheidung von Richterin Kelly jetzt nicht mehr anfechten. Mir ging es um Brandon. Was? Ein weiterer Auftritt vor Gericht wäre furchtbar für den Jungen. Er kann sich ja immer noch überlegen, zu wem er wirklich will. Verstehe, ich danke Ihnen trotzdem. Das war meine letzte Lüge für Sie, Mason. Märchen zu erzählen ist nicht Teil meines Arbeitsvertrages. Sie denken, ich habe ein Alkoholproblem. Das Entscheidende ist, was Sie denken. Was sagen Sie denn? Haben Sie ein Alkoholproblem? Sie reden wie Julia. Soll das ein Lob sein? Also wenn sie hier ist, trinke ich nie etwas. Dann komme ich gar nicht erst in Versuchung. Sind Sie da sicher? War sie nicht noch in der Stadt, als ich hier angefangen habe? Wenn ich das richtig sehe, haben Sie trotzdem getrunken. Sicher, aber das zählt nicht. Das war eine einmalige Entgleisung. Ich würde sagen, diese Nacht hinter Gittern hat mich irgendwie verwandelt. Ich habe heute noch keinen Tropfen getrunken. Es ist fast eins. Großartig. Sie sind knallhart, Lisa. Deswegen haben Sie mich doch eingestellt. Wissen Sie, als ich gestern Nacht auf dieser Gefängnispritsche lag, ist mir mein erstes Besäufnis wieder eingefallen. Ich konnte mich ganz genau erinnern. Ich hatte aus dem Weinkeller meines Vaters eine Flasche Rotwein gestohlen und sie vollständig geleert. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Ich weiß immer noch, wie ich auf der Wiese lag und dachte, das ist der wunderbarste Tag meines Lebens. Für ungefähr eine Stunde. Hat Ihr Vater Sie erwischt? Nein, mir wurde schlecht. So schlecht, dass ich schon Angst hatte, ich würde sterben. Und dann hatte ich Angst, dass ich nicht sterben würde. Daraufhin habe ich mir geschworen, nie wieder was zu trinken. Wie lange hat der Vorsatz gehalten? Schwer zu sagen. Und was suchst du hier? Ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch. Warte mal, einer von den Lehrern hat erzählt, dass sie eine neue Schulleiterin suchen. Tja, jetzt nicht mehr. Du hast die Stelle? Ja. Da gratuliere ich. Danke. Ich habe wohl Glück gehabt. Ist ja toll, aber wolltest du nicht früher lieber unterrichten, als irgendwelche Verwaltungsarbeit zu machen? Ja, da hast du eigentlich recht. Aber diese Schule hier ist so klein, dass das eine das andere nicht ausschließt. Das kann ich sicherlich vereinbaren. Gut, gut. Ich weiß noch, wie gern du damals immer unterrichtet hast. Das freut mich für dich. Ja, ich hoffe, du wirst auch eine Arbeit finden. Also, ich muss gehen. Wir haben heute Morgen unser Gespräch nicht beendet. Doch, wir haben es beendet. Ich kann einfach nicht vergessen, was damals mit Jamie passiert ist. Ich wünschte... Was, Michael? Was kann ich tun, damit du es endlich vergessen kannst? Ich will, dass du mir vergibst. Cruz, es tut mir leid. Versteh doch, als ich vorhin an diesem Tisch saß, da konnte ich genau fühlen, wie er mich bedroht hat. Er wird dir nichts tun, das verspreche ich dir. Als du dieses Gefühl hattest, dass er dich bedroht, kannst du sagen, woher diese Bedrohung kam? Nein. Na gut, falls dir noch was dazu einfällt, dann sag's mir bitte, ja? Tut mir wirklich leid, ich weiß, wie wichtig das für dich gewesen ist. Es ist nicht deine Schuld, nur jedes Mal, wenn du dich an den Kerl herangetastet hast, passiert irgendwas und alles löst sich in Luft aus. Ich kann dir nichts versprechen, aber irgendwie... Es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie ist da so etwas wie ein Bild, das ich nur noch nicht deutlich sehen kann. Woher weißt du, dass es ein Bild ist, wenn du es nicht siehst? Irgendwie kann ich diesen Mann spüren, wenn du da bist. Verstehst du? Als ob du seine Schwingungen auffangen würdest, seine Hassgefühle. Was heißt denn das, dass ich zu ihm so etwas wie einen Kontakt herstellen lässt? Durch mich? Ja,
Und dieser Kontakt wird stärker und stärker. Komm schon. Brandon hat gesagt, er liebt dich. Was willst du mehr? Wenn er mich wirklich lieben würde, wäre er mitgekommen. Hier, das wird sie aufmuntern. Ich will nicht aufgemuntert werden, ich will meinen Sohn zurückhaben. Das werde ich Mason nie verzeihen. Dann unternimm doch endlich mal was. Du hast recht. Wieso sollte ich Mason gestatten, mein Leben zu ruinieren? Na, endlich wachst du auf. Zeig ihm, wo es lang geht. Mason hat mein Leben bereits ruiniert. Gina, trink deinen Espresso, dann fühlst du dich gleich besser. Vergiss deinen Espresso. Du hast ja keine Ahnung, wie ich mich fühle und sie auch nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn einem das Kind weggenommen wird. Bitte, lass mich irgendetwas tun, womit ich dir helfen kann. Oh, Bunny, hör auf damit. Ich wüsste wirklich nicht, wie du mir helfen könntest. Vielleicht sollte ich hier wieder ausziehen. Ich fange langsam an, dieses Haus zu hassen. Ich war so glücklich, als ich hier einzog, aber dann ging einfach alles schief. Ja, ich wünschte, ich hätte dieses Haus nie betreten. Das war hässlich von ihr, dir so etwas zu sagen. Wir haben uns durch dieses Haus kennengelernt. Ich weiß nicht, was du in ihr siehst. Du solltest sie einfach vergessen. Es gibt noch andere Frauen als Gina. Küss mich, Bernardo. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich habe mich dafür aufgespart. Und du bist der Mann, von dem ich immer geträumt habe. Das ist keine gute Idee. Nicht hier. Einer meiner Vorfahren war Julius Caesar. Lass mich deine Kleopatra sein. Du bist wunderschön. Hast du dabei an Gina gedacht? Aber nein, nicht eine Sekunde. Gar nicht, was ich an Gina gefunden habe. Wieso bin ich nur so blind gewesen? Und du hast mir die Augen geöffnet. Gut. Ich bin froh, dass Sie noch da sind. Ich würde unser Gespräch von heute Morgen gern fortsetzen. Ich will genauer wissen, warum es für Sie so wichtig ist, die Sache diskret zu regeln. Eine öffentliche Gerichtsverhandlung ist sicherlich nicht gerade angenehm, aber so etwas kommt vor. Davon geht die Welt nicht unter. Nein, schönen Dank, es reicht für heute. Ich hasse die Vorstellung, Ihnen etwas zu schulden, Mr. Asher, aber ich fürchte, die Alternative ist noch unangenehmer. Was wäre die Alternative? Wenn dieser Fall vors Gericht geht, ist die Anwaltskammer satzungsgemäß dazu gezwungen, eine Untersuchung durchzuführen. Julia leitet den entsprechenden Ausschuss. Sie weiß nicht, dass ich immer noch trinke. Außerdem würde ich Julia damit in eine äußerst peinliche Lage bringen.
Wieso haben Sie das nicht früher gesagt? Ich mach das schon. Ich regel die Sache persönlich. Ich bin in Ihrer Schuld. So würde ich das auch sehen, Mason. Richtig? Richtig. Ich fühle mich viel besser, wenn ich in deiner Nähe bin. Ich glaube, dass meine Vision wiederkommen wird. Das glaube ich nicht. Du musst nur Geduld haben, Cruz. Ich weiß, aber manchmal denke ich, dass ich dich blockiere. Das tust du nicht. Doch. Und ich sag dir auch, weshalb. Du kannst dich unmöglich auf deine Vision konzentrieren, solange du deine Gefühle mir gegenüber nicht unter Kontrolle hast. Cruz, ich brauche dich jetzt. Wir werden dich ab sofort in Schutzhaft nehmen. Da kann dir nichts passieren. Glaub mir, so ist es am besten. Verstehst du nicht? Ich brauche deine Nähe. Sandra, das ist unmöglich. Das weißt du doch. Ich verreise. Du kannst hier nicht allein im Haus bleiben. Das ist zu gefährlich. Du hast gelogen. Du fährst doch nur weg, weil du sie sehen willst. Was? Du hast mich belogen. Du willst Eden sehen. Deswegen fliegst du nach Paris. Und nicht, weil du auf der Suche nach deinem Baby bist. Dir ist doch egal, ob es noch lebt. Hey, du. Hey, ja? Sag ja nicht noch einmal, dass es mir egal ist, ob mein Baby noch lebt. Du darfst mich jetzt nicht verlassen. Bitte, bitte, fahr nicht. Es geht leider nicht anders. Entschuldige bitte. Ich glaube, das ist Victor. Ich werde nicht gehen. Doch, du wirst jetzt nach oben gehen und deine Sachen holen, klar? Ich werde nirgendwo hingehen und ich werde dir auch nicht mehr helfen, Adriana zu finden. Ich wünschte, ich hätte dich nie in die Sache verwickelt. Hör gut zu, Sandra, es ist vorbei jetzt. Nein! Doch, und wenn Victor kommt, dann wirst du mitgehen. Er wird dafür sorgen, dass du in Sicherheit gebracht wirst. Ich hasse dich! Ja? Julia auf Leitung 2. Danke. Hallo? Und wann? Julia, das tut mir leid. Denkst du, dass dein Vater sehr gelitten hat? Das ist gut. Wenn du willst, fliege ich morgen nach Phoenix. Na, ganz sicher? Was? Ich weiß, du hast ihn in den letzten paar Jahren nicht sehr oft gesehen, aber ich will dich einfach nicht damit allein lassen. Okay. Ich liebe dich auch. Du bist heute Abend so still. Wahrscheinlich, weil ich an meinen neuen Job denke. Genau deswegen wollten wir ja auch feiern. Warte mal, was hast du denn da? Wie? Was? Na komm schon. Wann wirst du mir endlich verraten, wie der Trick funktioniert? Nee, wir Zauberer verraten unsere Tricks nicht. Weißt du was? Weißt du, dass ich schon immer mal mit einer echten Schulleiterin tanzen wollte? Wenn du dir das immer gewünscht hast, dann könnte ich dir diesen Wunsch jetzt erfüllen. Willst du das? Na klar, will ich. Also, es gibt doch hoffentlich eine Klausel über Mutterschaftsurlaub in deinem Vertrag. Hallo Gina, Sie sind ja lange nicht mehr hier gewesen. Wollen wir tanzen? Es wundert mich, dass Sie noch mit mir reden, nachdem was mit Augusta passiert ist. Ich will ja auch gar nicht mit Ihnen reden. Tanzen Sie nun mit mir oder nicht? Mit Vergnügen, ja. Ich habe Erfahrung mit traurigen Ladies. Das ist wirklich sehr nett von dir, Mama. Sagt Chipper, dass ich auf dem Weg zum Flughafen vorbeikomme. Nein, Sandra wird nicht hier wohnen. Woanders, wo sie in Sicherheit ist.
Nein, sie scheint im Moment blockiert zu sein. Okay. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Ja. Was ist denn das hier?